Also Milica Trifunović moderiert heute und morgen. Danke Milica und bitte sehr. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite auch. Ich bin sehr froh, an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen. Also ich kenne mich mit dem Thema nicht so gut aus, aber ich denke, es wird wirklich spannend sein und ich freue mich von euch einfach zu lernen und mit euch diskutieren zu dürfen. Und unser erster Redner ist Professor Funzig. Professor Hübig muss man in dieser Runde nicht besonders vorstellen. Also ich glaube, wir sollen einfach anfangen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Stöckel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mir ist zugefallen, die ersten einführenden Bemerkungen für unsere Tagung hier zu machen. Ich habe Sie... kolegama i gostima i nazočnima i meni je pripalo u čast da dam nekoliko preliminarnih primjedbi na ovo što ćemo ovdje da radimo. Ja, ich habe sie unter den Titel Die biotechnische Herausforderung, zwei Optionen machttheoretischer Modellierung gestellt. Dakle, naslov je bio biotehnički izazovi, dvije opcije modeliranja sa stanovišta teorije moći. Und möchte gleich mit zwei kommentierenden Einschränkungen beginnen. Die erste bezieht sich darauf, dass ich diesen Vortrag so angelegt habe, dass die Strukturierungsvorschläge zeigen sollen, wo wir Klärungsbedarf haben, wo die Brennpunkte der Problematik liegen. Ich will also nicht vorab Antworten geben, dann könnten wir auch die Tagung relativ schnell abschließen. Dakle, počet ću prvo sa dvije ograde sa svoje strane. Svoje izlaganje sam na taj način strukturirao da ono biti pokazuje problematske tačke u ovoj problematici. Nije nam cilj da odmah na početku dajemo odgovor, jer onda nema ni svrhe da vodimo konferenciju. Die zweite Einschränkung ist, dass ich mich mit Blick auf den Diskurs zur Biomacht und Biopolitik auf Foucault beschränke, weil an seiner Position die Probleme bereits ersichtlich werden und wir zu den anderen Vertretern oder Wortführern dieses Diskurses, also Negrio, Agamben und andere, ja Einzelvorträge im weiteren Programm haben. I druga ograda bi bila da će se u okviru diskursa o biomoći i biopolitici ograničiti na stanovišta Foucaulta, pošto su u njima već donekle sadržane osnovne smjernice, osnovne tačke koje se tiču ove problematike, a iz toga što ćemo o drugim stručnjacima sa ovoga polja, pošto su Agambeni i Negri, imati posebno izlaganje u toku konferencije. Ja, zum ersten Punkt, neue Techniken für die Macht. Ich möchte mit einem Foucault-Zitat einleiten, das Ihnen allen bekannt ist, also nur noch einmal in Erinnerung rufen. Es lautet, die neuen Machtverfahren arbeiten nicht mit dem Recht, sondern mit der Technik. Dakle, počet ćemo sa novim tehnikama za moć i odmah na početku jedan ključno poznat citat Foucaulta. Kolega može samo na naš verziju. Da. Ove postupci moći ne rade uz pomoć prava, nego uz pomoć tehnike. Natürlich ist hier von einem sehr weiten Konzept von Technik die Rede mit Schwerpunkt auf den Sozialtechniken. Naravno, ovdje se radi o prilično širokome pojmu tehnike sa težištem na socijalnim tehnikama. Wir werden aber sehen, dass in diesem Kontext die Real- und Intellektualtechniken eine ebenfalls entscheidende Rolle spielen werden. No, vidjet ćemo da u ovome kontekstu i realne intelektualne tehnike imaju odlučujući značaj. Weiterhin kurz zur Erinnerung, was ist neu an den neuen Machtverfahren? Nun eben nicht mehr, dass sie die Übermächtigten sterben machen oder einfach nur leben lassen, sofern kein Widerstand erfolgt, sondern dass sie darauf aus sind, sie leben zu machen, wie Foucault sagt, also ihnen einen bestimmten Weg des Lebens bis hin zu bestimmten Strukturen des Lebens vorzugeben oder überzustülpen. Dakle, šta je novo u novim tehnikama moći? Možda se to najbolje može sažeti u izrazu da one više ne
čine da se umre i puštaju da se živi, nego upravo suprotno, da čine da se živi i puštaju da se umre, dakle aktivno oblikuju i postiču život kao takav. Ziel dieser Verfahren ist entsprechend Kräfte hervorzubringen, wachsen zu lassen, zu ordnen, statt wie in der idealtypisch alten Machtkonstellation zu hemmen oder zu beugen. Dakle, cilj ovih postupaka je da životne snage zapravo iznose, da ih podržavaju, postiču, umjesto da ih ograničavaju i suzbijaju. Die Mittel, die hierfür eingesetzt werden, hat Foucault erstmals in Überwachen und Strafen systematisiert. Es sind einmal das, wie er es nennt, Tableau, die Verteilung der Subjekte an bestimmten Punkten, an denen ihre Leistung erwartet wird. Dakle, sredstva koja se u ovu svrhu koriste, Foucault je podijelio na četiri osnovne kategorije. To prije svega bio tableau, koji se tiče raspodjele snaga. Die Kodierung, wie er es nennt, ihrer Körper in manöverartigen Konstellationen soll heißen, die Ausrichtung oder Finalisierung ihrer Verfasstheit auf die Ziele der entsprechenden Tätigkeit. Kodiranje tijela, s druge strane, u manevarske konstelacije, znači njihovo usmjeravanje, možeš samo kolega. Dakle, kodiranje označava usmjeravanje tih tijela u neke nove svrhe akcijone. Die Intervention in die Entwicklungsprozesse durch Üben, Lernen. Potom intervencija u procese razvoja kroz vježbanje i kroz učenje ili naučavanje. Und schließlich die Bildung sogenannter Gesamtkörper, Kooperationen, Kollektive im Zuge einer entsprechenden Taktik. I na kraju gradnja takozvanih zbirnih tijela, korporacija i kolektiva u okviru određene taktike. Formal wird dies erreicht durch Überwachung, Kontrolle, normierende Sanktion, Prüfung. To se formalno postiže nadziranjem, kontrolom, normirajućom sankcijom i provjerom. Für dieses Feld nun bieten, zweiter Punkt, die Biotechniken bestimmte Handlungs- und Strategieoptionen an. Und polje djelovanja izvjesne biotehnike pružaju određene opcije djelovanja. Und stellen insofern eine Herausforderung an die Machtsubjekte dar. Iz toga pružaju i izazov subjektima moći. Weil, wie wir sehen werden, unter Machtsubjekt nicht nur diejenigen sind, die als Autoren von Macht möglicherweise auftreten könnten, sondern auch diejenigen, an die Macht adressiert ist, also Subjekt im Sinne von Sujet. Jer, kao što ćemo vidjeti, subjekti moći ne treba samo posmatrati kao autore moći, dakle, one od kojih moć polazi, nego i kao adresati moć, one na koje je moć, tako reći, adresirana, kojima je upućena. Dakle, subjekt u smislu Sujet. An dieser Stelle möchte ich zunächst an die Hauptlinien der Entwicklung der Biotechniken erinnern. Es sind dies die Gentechnik, die synthetische Biologie, die Neuroprothetik, Extraktion, Extraktion und Transplantation sowie das Öko-Engineering. Ovdje ću ukratko uputiti na osnovne linije razvoja biotehnika. To bi prije svega bila genska tehnika, potom sintetička biologija, neuroprostetika, Extraktion und Transplantation und Eco-Engineering. Das Interessante ist, dass auf all diesen Feldern Potenziale zur Hervorbringung neuer organischer Gestaltungen gegeben sind. Bitno je da na svim ovim poljima su date potencije za proizvodnju novih organskih oblika. Als auch, und das ist das Wichtige, dass diese neuen organischen Hervorbringungen eingesetzt werden können zur Analyse, Diagnose und Kontrolle dieser Entwicklungsprozesse. Kao i da se ovi novi organski proizvodi mogu upotrijebiti u svrhu kontrole samih ovih procesa. Im Einzelnen für die Gentechnik betrifft dies insbesondere
die Veränderung und Optimierung von Entwicklung, Wachstum und Reproduktion bis hin zur Bildung von Chimären. Konkretno za gensku tehniku to podrazumijeva, kao što vidite, promjenu optimiranja razvoja, rasta i reprodukcije sve do stvaranja chimera. Dann natürlich das Klonen, wie es zum Beispiel in der Landwirtschaft eingesetzt wird. Potom kloniranje koje je već u širokoj upotrebi u zemljoradnji, na primjer. Die synthetische Biologie ist damit befasst, neue Organismen zu bilden, entweder top-down, indem auf dem Chassis einer Zelle neue organische Funktionen situiert werden, oder bottom-up, indem aus einzelnen zellulären Bausteinen, zum Beispiel DNA-Sequenzen, neue Zellgebilde geschaffen werden. Synthetische Biologie se pak bavi stvaranjem novih organizama, bilo od ozdo prema gore, time što bi se u šasi ili u ljušturi ćelije importirale izvjesne nove osobine ili recimo od ozdo prema gore, time što bi se od sastavnih elemenata stvarale nove vrste ćelije. Im Bereich der Prothetik, insbesondere der Neuroprothetik, haben wir völlig neue Optionen zu implantieren, was dann im Extremfall zur Bildung von sogenannten Cyborgs führt. Diese Implantationen können sowohl zum Zweck der Therapie als auch, und das wird ja ein Problem sein, das uns beschäftigt, zum Zweck des Enhancements eingesetzt werden. Na području neuroprostetike ili prostetike same, najznačajniji učljiviji su svakako implantati i sami procesi implantacije kojima se eventualno stiže do takozvanih kibernetičkih organizama ili kiborga, koji mogu nastajati ili u svrhu terapije ili u svrhu poboljšanja već postojećeg stanja, dakle unapređenja. Daneben werden neue Optionen entwickelt, zu extrahieren, also organische Bestandteile von Organismen auf andere zu verpflanzen und zu transplantieren, was im Extrem dazu führen kann, dass fremde teilorganische Bestandteile in die Organismen, in den Organismen zirkulieren und dort entsprechende Funktionen dieser Organismen übernehmen. Typisches Beispiel sind die sogenannten Nanobots, die zum Beispiel zur Therapie, aber auch zur Diagnose, Analyse, Kontrolle und Überwachung einsetzbar werden. Potom imamo i postupke ekstrakcije, dakle izvlačenja ili vađenja izvjesnih dijelova organizama, te njihove transplantacije, to jest ugradnje u druge organizme. Tako da u međuvremenu postoji situacija kad djelomično organski ili neorganski dijelovi cirkulišu unutar živih organizama, na primjer nanobota. Und schließlich haben wir den letzten großen Bereich des sogenannten Öko-Engineering. Dabei geht es um den Aufbau und die Manipulation von ganzen Ökosoziotopen, das heißt von Systemen, die einen öko- oder organischen Teil aufweisen, einen, der die soziale Organisation ausmacht. I na kraju dolazimo i do ekološkog inženjeringa koji se bavi izgradnjom i manipulacijom eko-sociotopa takozvanih u kojima je jedan dio organskoj prirode, dok je drugi dio ustanovljen i organizovan po nekim socijalnim principima. Diese Biotechniken halten also in Summa neue Optionen bereit für dasjenige, was Foucault in seinen späten Schriften Technologien des Selbst genannt hat, also eine Gouvernementalität oder Mentalität. Aus dieser Begrifflichkeit wird bereits deutlich, dass nicht mehr das alte Konzept einer Biomacht, die nur zur Gestaltung der Populationsentwicklung eingesetzt wird, sondern ein sehr weites Konzept von Biomacht nun tragfähig geworden ist. Ove biotehnike otvaraju nove opcije za Foucaultovske rečeno tehnologije staranja o sebi, guvernmentaliteta, i samim time proširuju područje biopolitike i biomoći sa prostog pojma upravljanja nekakvim populacijama ili jedinkama na mnogo šire područje. Ja. Diese Optionen können geltend gemacht werden für die Gestaltung von Individuen als auch Kollektiven in Form einer
Fremdführung von außen oder einer Selbstführung. Wir haben also einen kreuzklassifikatorischen Zusammenhang. Dakle, ove opcije se mogu koristiti za uobličavanje i vođenje kako pojedinaca, tako i čitavih kolektiva i to kako sa vanjske strane, dakle direktnim utjecajem na njih, tako i sa područja samoregulacije. Dakle, postoje unakrsni veza tih opcija. Aus dieser Konstellation, insbesondere dieser Kreuzklassifikation, wird bereits deutlich, dass einige Linien klassischer Machtkonzepte der Beschreibung dieser Sachlage nicht mehr gerecht werden können, diese Sachlage nicht mehr erreichen können. Iz ove unakrsne klasifikacije postaje jasno da izvjesni pojmovi iz klasičnih teorija moći više nisu u stanju da objasne probleme koji nastaju sa ovim pojmovnim aparatom. Wie ließen sich solche Machtverhältnisse nun fassen? Vorausgesetzt natürlich, und das halte ich hier jetzt für selbstverständlich, dass wir Machtverhältnisse von Gewaltverhältnissen unterscheiden. Gewaltverhältnisse sind destruktiv, passivierend und werden auch in der Tradition deutlich von Machtverhältnissen unterschieden. Kako dakle sada da pristupimo ovim odnosima moći i treba svakako napomenuti da odnose moći treba razlikovati od odnosa sile ili prisile koje djeluju destruktivno, pasivirajuće. Foucault hat Machtverhältnisse bestimmt, auch ein sehr prominentes Zitat, als Ensemble von Handlungen in Hinblick auf mögliche Handlungen. Dakle, Foucault je odnose moći definisao kao sveukupnost djelovanja u pogledu na mogućnosti djelovanja ili na moguća djelovanja. Das heißt, es kann im Ganzen nur um sogenannte modale Machtkonzepte gehen. Dakle, uopšte može se govoriti samo o modalnim konceptima moći. Und im Rahmen dieser modalen Machtkonzepte möchte ich drei Linien diskutieren, unter denen die Frage, was es heißt, nun mögliche Handlungen zu beeinflussen, genauer fassbar wird. I u pogledu ovih modalnih koncepata moći htio bih ilustrovati tri linije koje donekle objašnjavaju šta znači, dakle, uticati na moguće ili mogućnosti djelovanja. Das erste Modell möchte ich intentionalistisches Wirkungsmodell nennen. Es ist noch am nächsten den klassischen Linien der politischen Machtdiskussion. Prvi model bih nazvao intencionalističkim modelom djelovanja i još je možda najbliži klasičnim shvatanjima moći. Es geht davon aus, dass Macht sich in Herrschaft aktualisiert und diese sich in Gewalt aktualisieren kann, wir also von einem Modalgefälle Macht, Herrschaft, Gewalt sprechen können. Dakle, ona polazi od toga da se moć može aktualizovati u vlasti koja se opet aktualizuje sa svoje strane u prisili, tako da možemo govoriti o modalnom jazu moć, vlast i prisila ili nasilje. Und liegt nahe an der Konzeptualisierung klassischer Institutionentheorie, die Institutionen ja als die Garanten der Ermöglichung individuellen Handelns begreift. I to je prilično blizu klasičnim konceptima teorije moći koje u klasičnim institucionalnim teorijama koje können Sie noch mal den letzten Satz als Garanten der Ermöglichung individuellen Handelns begreift. Koje institucije svača kao garante mogućnosti individualnog djelovanja. Die Frage, wie denn diese Macht zustande kommt, wird entweder über Theorien der Selbstermächtigung bis hin zum Sozialdarwinismus oder Theorien der Machtübertragung bis hin zu Vertragstheorien gefasst. Dakle, pitanje kako dolazi do toga, tome se pitanje obraćamo bilo sa stanovišta samo omogućavanja, samo punomoćenja ili sa stanovišta prenošenja moći. Das Unbefriedigende an diesen genetischen Machttheorien in diesem Feld ist, dass wir eine Fülle unterschiedlicher Begründungen, teilweise kontrafaktischer Begründungen, nebeneinander unentscheidbar stehen haben. Ove genetske teorije moći su nezadovoljavajuće zato što imamo mnoštvo paralelnih, tako kažemo,
utemeljenja ili obrazloženja koje stoje jedno pored drugoga i ne može se tačno doći do toga koje bi od njih trebalo odnijeti prevagu. Im Gegensatz zu diesem Modell favorisieren die Vertreter der neueren Biopolitik und Biomachtdiskussion sogenannte strukturale Machtmodelle. Zbog toga zastupnici novije biopolitike zastupaju takozvani strukturalni model moći. Sie werden manchmal auch unscharf als Netzmodelle bezeichnet. Koji donekle maglovito bivaju opisivani kao modele mreže. Und ich möchte hier zeigen, dass es sehr wesentlich ist, hier zwischen strukturellen Machtmodellen im engeren Sinne und Netzmodellen zu unterscheiden. Ja bih ipak htio da napomenem da je važno da razlikujemo između strukturalnih modela moći u užem smislu i mrežnih modela. Ja. Schauen wir uns aber zunächst das erste Modell, das intentionalistische Wirkungsmodell, etwas genauer an. Mal pogledajmo prvo prvi model, to jest intencionalistički model djelovanja. Weil wir auch hier bereits einige Momente erkennen, die sich in den späteren Machtmodellen fortschreiben. Wir već ovdje primjećujemo izvjesne modele koji će se u kasnijim, dakle, shvatanjima moći razvijati dalje. Das ist zum Ersten, dass die Angabe des Ziels der Handlungen, die anderes Handeln ermöglichen sollen. To je prije svega navođenje cilja djelovanja koje treba da omogući druga djelovanja. Als Ziel wird übergreifend über alle Ansätze die Sicherung der Fortsetzbarkeit des Handelns, der Möglichkeit des Gelingens, natürlich gegen Widerständigkeit gefasst. Dakle, kao cilj se obično navodi obezbeđenje nastavljivosti djelovanja, dakle dugoročni, osiguravanje mogućnosti nastavljanja djelovanja ili mogućnosti njegovog uspijevanja. Ferner ist wesentlich, dass dieses Veranlassungspotenzial auf Dauer gestellt ist und nicht in jeder Situation neu aktiviert werden muss. I bitno je pored toga da je ovaj potencijal omogućavanja, dakle, trajan, dakle, da se ne mora u svakoj situaciji iznova konstituisati. Eine solche Aktivierung bedürfte eben immer wieder und neu der Gewalt. Und Gewalt ist eben gerade ein Ausweis des Scheiterns von Macht in diesem Sinne, die ihre Wirkung über ihren Charakter als Veranlassungspotenzial oder Reputation, jetzt aus der Sicht der Adressaten, hat. Hobbes hat einmal gesagt, the reputation of power is power. Takva nova aktiviranja uvijek iznova zahtijevala primjenu sile koja je sama po sebi, dakle, kapitulacija za sam, jeli, dispozitiv moći, za samu pretenziju moći koja zapravo svoj ugled i svoj renome iznosi iz toga da omogućava djelovanje, dakle, bez prisile, bez nasilja, kao što je Hobbes rekao, Hobbes citat. The reputation of power is power. Dakle, reputacija moći je moć sama. Der Mittel, das Mittel oder die Mittel, über die dieser Effekt erzielt wird, ist eben die Einrichtung sozialtechnischer, intellektual- und realtechnischer Systeme, die diese Regelungsleistung erbringen. Ovo se postiže ustanovljenjem socijalno intelektualno i realno tehničkih sistema koji treba da omoguće ovo omogućavanje. In diesem natürlich idealtypisch skizzierten ersten Modell können wir im Unterschied zu den beiden nachfolgenden eben zwei Seiten identifizieren, nämlich die Träger oder Autoren der Macht und die Übermächtigten. Dakle, u ovom prvom modelu koji smo idealno tipski skicirali, možemo razlikovati u grubo zwei Träger oder Komponenten der Macht, nämlich einmal die Autoren, ja, also die Träger, und die Adressaten, die Mächtigen und die Übermächtigten. Možemo identifikovati dva nosioca moći kao takve. Prvo, dakle, autore moći, nosioci u pravom smislu i potom je, dakle, adresar ili oni koji su premoćni. Die Träger der Macht haben die Chance auf Durchsetzung ihrer Handlungen. Sie treten auf als Techniker im Großen
Und dies gelingt nur, und Sie sind deshalb angewiesen, auf eine Haltung der Übermächtigten, die sich ausdrückt als Chance auf Gehorsam. Dakle, nosioci moći baziraju na mogućnosti ili na šanci ka propulziji svoje moći, dakle, kako bi se to rekli na našem, ostvarivanju. Dakle, i oni su zapravo tehničari u velikome i na taj način se oslanjaju na nadjačanima, premoćanima, koji, čija uloga je zapravo šanse za poslušnost ili za participiranje. Diese Chance auf Gehorsam nennt Max Weber bekanntlich Herrschaft. Das ist die klassische Definition von Herrschaft. To je zapravo klasična Weberova definicija vlasti, jel? Chance za ostvarivanje, jel? Poslušnosti. Und diese Chance auf Gehorsam wird erreicht dadurch, dass die Übermächtigten an den Vorteilen der Macht partizipieren, so Nietzsche wörtlich, oder, wie Hans Freier formuliert, Erfolgsprämien des Machtvollzugs genießen oder mit Sanktionen oder Sanktionsandrohungen belegt werden. I ta zapravo vlast se zasniva na tome da nadjačani dobijaju mogućnost participacije na preimućstvima moći same, kao takve u prednostima moći, ili pak premije za uspjeh sprovođenja moći, ili u suprotnom slučaju snose sankcije za neuspjeh. Das bedeutet natürlich umgekehrt, dass derjenige, der an Gratifikationen oder Sanktionen nicht interessiert ist, nicht beherrschbar ist. Što bi onda u obrnutom zaključku značilo da onaj koji nije zainteresovan za participaciju moći ili za nagrade ili za sankcije, da se nad njim ne može ni vladati. Das würde bedeuten, dass sich in einer solchen Situation Macht nicht verwirklichen kann. Što bi značilo da se u takvoj situaciji moć ne može ostvariti. Das allerdings ist noch anzumerken, natürlich, dass Herrschaft nur eine Aktualisierungsform von Macht ist. Es gibt daneben noch weitere. No, važno je napomenuti da je vlast samo jedna od formi aktualizacije moći i njenog ostvarenja, postoje i druge. Zum Beispiel ist eine andere Aktualisierungs Form von Macht, Akkumulation, Vorratshaltung, Kapitalbildung. Jedna od takvih aktualizacija moći je akumulacija, na primjer kapitala ili stvaranje zaliha kao takvih. Und diese kann dann gegen andere Aktualisierungsformen gerichtet werden. I ova forma onda može da se usmeri protiv drugih vrsti aktualizacije moći. Ja. Schauen wir uns jetzt die konkurrierenden strukturellen Machtmodelle an, und zwar zunächst das strukturelle Machtmodell im engeren Sinne. Ich erinnere nochmal an die Gliederung, das ist jetzt dieses Modell hier. Pogledamo sad ponovno konkurišuće modele, dakle, koncepta moći. Ja, es folgt jetzt dem klassischen Entwurf von Foucault. Er betrachtet Macht als Relationengefüge von Möglichkeitsräumen, die dann unterschiedlich instantiiert oder ausgefüllt werden können durch sogenannte Differentiale. Das ist ein Begriff, den er aus der strukturalistischen Diskussion übernimmt. Dakle, prije svega Foucault sam moć definiše kao sklop relacija prostora mogućnosti, instanciranje ili ispunjavanje pomoću diferencijala, koji je pojam koji je preuzeo iz klasične strukturalističke teorije. Logisch gesehen kann man solche Relationengefüge in Funktionsgleichungen, beispielsweise Differentialgleichungen, formulieren. Logično gledano, ovakve diferencijalne odnose možemo pretočiti u diferencijalne jednačine. Ja. Die Ausfüllung erfolgt dann durch Individuenkonstanten, zum Beispiel ACT-Tokens. Čije sprovođenje onda biva ostvareno kroz izvjesne konstante, kao što su, recimo, tokeni djelovanja. Foucault bezeichnet diese Relationengefüge sowohl als Strukturen, zutreffend meines Erachtens, aber oft auch unscharf oder metaphorisch als Netze. Dakle, sam Foucault ove relacione odnose
opisuje nekada, ja das erste Bild, das er benutzt. Bitte? Das erste Bild, das er benutzt, Vornetzen. Strukturen. Ja, Go-Strukturen. Das schreibt er selbst, Handlungen zu strukturieren. Ne? Also die Möglichkeitsräume von Handlungen festzulegen und miteinander zu verknüpfen. Dakle, strukture koje bi mogućnosti djelovanja jednostavno ograničile i međusobno ih povezale, dakle struktura kao takva, a s druge strane koristi i naziv mreže, koji je donekle manje jasan. Die Verknüpfung selbst ist natürlich eine Notwendigkeitsrelation, ne, der Form wenn, dann. Wenn das getan wird, ergibt sich der und der Effekt. Samo povezivanje povlači za sobom relaciju nužnosti, dakle ako, onda, ako se jedno desi, onda i drugo. An diese Relationengefüge, wie er sagt, angegliedert, sind dann die Dispositive als vorübergehend stabile Mechanismen. Ovim relacionim odnosima su pridruženi dispozitivi kao prolazno stabilni mehanizmi, tako rečeno. Die Dispositive sind nicht identisch mit den Strukturen, sondern, wie er sagt, angegliedert, weil sie unterschiedliche Realisierungsformen dieser Strukturen selber darstellen. Dispositivi, dakle, nisu identični ovim relacionim odnosima, nego su im pridruženi, jer predstavljaju zapravo različite forme realizacije njihove. Sie haben jeweils eine sozialtechnische, eine intellektuelle und eine realtechnische Komponente. I one imaju svoje socijalno-tehničke, svoje intelektualno-tehničke i realno-tehničke komponente. Zum Beispiel die intellektualtechnische einer Kanonisierung des Wissens. Recimo, intelektualno-tehnička komponenta bi se ticala kanonizacije znanja. Oder die realtechnische der Einrichtung von bestimmten geregelten technischen Strukturen. Ili realno-tehnička komponenta bi se ticala stvaranje izvjesnih, određenih i pravilima osmišljenih tehničkih struktura. Ja. Innerhalb dieser in dispositiven aktualisierten Relationengefüge agieren nun die Subjekte unter ihrer Urgence, wie er sagt, also unter ihrem Handlungsdruck. Dakle, unutar ovih pridruženih dispozitiva djeluju subjekti pod takozvanim kako kažemo pod prisilom djelovanja. Kako se može najbolje prevesti? Urgence, dakle na francuskom. Bezüglich der Genese dieser Strukturen verweigert Foucault die einfachen Antworten, die wir aus dem Wirkungsmodell der Macht kennen, Machtübertragung oder Selbstermächtigung. Dakle, u pogledu geneze ove struktura, Foucault ne pristaje na jednostavan odgovor koji nam daje, dakle, klasična teorija moći. Vielmehr findet in seinen Untersuchungen, dass das Zustandekommen solcher Strukturen nicht irgendeiner Autorschaft zugeschrieben werden kann. Već u svojim istraživanjima dolazi do zaključka da postojanje ovakvih struktura, dakle da dolaženje do takvih struktura ne može zapravo da se pripiše ni jednom konkretnom subjektu moći. Sie resultieren vielmehr aus dem kontingenten Zusammentreffen unterschiedlichster Strategien ohne eines einzelnen strategischen Subjektes. Nego potiče iz nasumičnog sraza različitih strategija bez, recimo, jednog određenog strategijskog principa. Es müssen viele einzelne avisierte Strategien zusammentreffen, damit eine solche Struktur entstehen kann. Dakle, potrebno je da mnoge pojedinačne strategije da se sastanu, da bi uopšte mogao da nastane jedna ovakva struktura. Ein schönes Beispiel ist die Entstehung des Dispositivs der Arbeitersiedlungen an den großen Industrieanlagen, Bergwerken oder Hütten. Dakle, jedan primjer je postanak dispozitiva radničkih naselja koji su pridruženi izvjesnim industrijskim centrima ili rudarskim centrima, kao takvim. Es kamen viele strategische Interessen zusammen, die Interessen der Kapitaleigner an einer optimierten Reproduktion und deshalb dem Wohnen der Familien am Arbeitsort.
tu se sastali mnogi interesi, kao prvo interesi poslodavca kojem je bilo stalo do toga da se normira i organizuje porodični život radnika uz samo mjesto produkcije. Die Interessen der Arbeiterbewegung und der Arbeitervereine, weil die Arbeiterschaft besser organisierbar ist. Potom interesi samih radnika i radničkih udruženja i sindikata, jer samim tim okupljanjem radnici postanu podložni organizovani. Die Interessen der Kirche, weil das Verhalten der Arbeiter besser sozial kontrollierbar ist, als wenn sie in den Schlafhäusern unabhängig von der Familie übernachten. Potom interesi crkve kao moralne institucije, pošto ako su radnice okupljene na jednom mjestu i sa etičke moralne strane njihovo ponašanje postaje podložnije kontrole nego ako su raštrkane po različitim spavaonicama. Und die Interessen der Familie natürlich an der Anwesenheit oder Präsenz ihrer Väter. Kao i konačno interes samih porodica da im očevi ili radnici koji pripadaju tim porodicama budu prisutni u porodičnom životu. Innerhalb dieser Möglichkeitsräume, so gefasst nach dem strukturellen Machtmodell, kann nun allerdings eine Subversion stattfinden, und zwar als, wie er sagt, strategische Wiederauffüllung der Möglichkeitsräume unter anderen gegenläufigen Interessen, indem die Macht, an der man partizipiert, nun gegen die Macht selber wendbar wird. Dakle, unutar ovih prostora mogućnosti može doći i do izvesne subverzije kao strateške ponovno nadopunjavanja. Jetzt die Erklärung dafür habe ich wieder verloren. Also die strategische Wiederauffüllung. Die strategische Wiederauffüllung, indem die Macht, an der diejenigen, die unter diesen Handlungsräumen agieren, gegen die Macht gerichtet ist, die sich in diesen Handlungsräumen selber ausdrückt. Da. Po tome što moć onih koji bivaju koncentrisani ovim prostorima mogućnosti se okreće protiv onih koji tu samu moć isprava i organizuju. Ein typisches Beispiel von Foucault ist die Entstehung krimineller Milieus in den Haftanstalten. Tipični primjer koji je Foucault često navodio je nastanak kriminalnih udruženja ili bandi unutar dakle, zatvora. Bevor die Kriminellen nicht in Haftanstalten konzentriert waren, war es nicht möglich, eine kriminelle Organisation, kriminelle Bildung, Weitergabe von Know-how etc. zu organisieren. Pošto prije nego što su kriminalci sami postali skoncentrisani u određenim područjima kažnjavanja i nadziranja, nije bio ni moguć nastanak zatvorskih bandi, dakle kriminalnih organizacija koje sa svojom vlastitom strukturom. Das ist der Motor einer Dynamisierung von Strukturen oder auch einer Modernisierung von Strukturen, wie Foucault explizit sagt. To je, kao što Foucault kaže, eksplicitno motor dinamizovanja ili modernizovanja struktura. Und damit verabschiedet er explizit seinen ursprünglichen Ansatz, dass die Diskurse als Organisationsformen von Macht nebeneinander stehen und ihr Übergang nicht erklärbar sei. Das war seine Anfangsthese der Archäologie. I s time se oprašta od svoje početne teze da diskursi kao principi djelovanja stoje jedni pored drugih i da se nebeneinander stehen. Und sich einander folgen, ohne dass die Übergänge erklärbar seien oder rekonstruierbar seien. Da stoje ti diskursi kao principi djelovanja jedni pored drugih, bez da je moguće objasniti njihovo međusobno dejstvo. Ja, diese, und damit komme ich zum Schluss, diese Strukturen bezeichnet nun Foucault, wie ich finde, fahrlässig auch als Netze und übersieht dabei, dass Netzmodelle einen ganz anderen Funktionsmechanismus aufzeigen. Ove strukture Foucault pomalo nesmotreno opisuje kao mreže i s time zanemaruje da modele mreže zapravo imaju sasvim drugačije principe. Netze sind nämlich dadurch charakterisiert, dass mögliche Relationen aktualisiert werden und nach Maßgabe der Quantität der Aktualisierung sogenannte Aktivitätsmuster darstellen. Dakle, model mreže se zasnivaju na tome da moguće relacije dakle, bivaju aktualizovane kvantitativno kao izvesna mustra aktivnosti.
Es müssen also Aktualisierungen stattfinden, damit Netze überhaupt Strukturen bekommen. Dakle, aktualizacije su neophodne da bi mreže uopšte mogle da budu strukturisane, da bi mogle da dobiju ikakvu strukturu. Und die Aktivitätsmuster bestimmen dann die Qualität der Knoten, auch ihre Mächtigkeit. I mustre aktualnosti ili aktualiteta onda određuju i kvalitet same strukture i tih čvorova. Okay. So wie die Stabilität der Relationen. Kao i stabilnost samih odnosa i relacija unutar mreže. Und wir haben also eine ganz andere Modalproblematik als bei Struktur. Dakle, to je sasvim drugačija modalna problematika nego što imamo kod struktura. Ein schönes Beispiel sind etwa die Social Webs oder unsere Hirnorganisation. Lijep primjer za to pružaju društvene mreže ili sama organizacija našeg mozga. Im Social Web geht es nicht darum, dass bestimmte Strukturen durch individuelle Aktionen ausgefüllt werden oder möglicherweise subversiv ausgefüllt werden. Dakle, što se u društvenim mrežama ne radi o tome da izvjesne strukture bivaju ispunjene nekakvim djelovanjem pojedinaca ili čak i da bivaju subverzivno ispunjene djelovanjem pojedinaca. Sie bilden sich erst durch bestimmte Muster der Netznutzer. Nego se one tek stvaraju i oblikuju kroz izvjesne uzorke ili mustre korištenja mreže. Ja. Was dann als Subjekt erscheint, also als Knoten im Netz, konstituiert sich unter Regelmäßigkeiten und nicht mehr unter Regeln, wie sie etwa in Strukturen der Wenn-Dann-Form niedergelegt sind. Dakle, subjekt kao čvorište u toj mreži konstituiše se kroz pravilnosti ili kroz redovnosti, a ne više kroz pravila ili kroz zakonitost. Mm-hmm. Deshalb spricht die Akteur-Netzwerk-Theorie, die dieses Netzmodell verwendet, deshalb konsequenterweise nicht mehr von Subjekten, sondern von Aktanten. Also Bruno Latour beispielsweise. Zbog toga savremena teorija mreža više ne govori pod posmatranju na ova čvorišta o subjektima nego o aktantima. Dakle. Die Problematik von Biomacht stellt sich deshalb unter Netzmodellen ganz anders dar als unter Strukturmodellen. Dakle, sama problematika biomoći sasvim drugačiji oblik dobija u modelima mreže nego u strukturalnim modelima. Denn die Netzdynamik kann jederzeit Strukturen unterlaufen. Jer dinamika mreže može uvijek da subvertuje, dakle, strukture. Daraus ergibt sich ein Deinstitutionalisierungseffekt. Iz čega proizlazi efekt deinstitucionalizacije. Wenn wir aber eine Deinstitutionalisierung haben, dann gibt es auch keine Möglichkeit der Subversion mehr. Ali kada institucija postaje deinstitucionalizowana, onda nestaje mogućnost subverzije. Und wenn die Subversion entfällt, dann entfällt die letzte Option einer Individualisierung im, wie Foucault sagt, Widerstand. A bez subverzije onda nema više ni opcije deindividualizacije u formi otpora, na primjer, kao što Foucault kaže. Ein typisches Beispiel für eine solche Entwicklung ist das sogenannte Crowdsourcing. Tipični primjer za ovakav razvoj je takozvani crowdsourcing, ne znam da li je naš jezik već preveden. Unter anderem etwa, wenn in großen Konzernen oder auch großen internationalen Organisationen ein bestimmter sich selbst organisierter Wissens- und Informationsschatz definiert ist. Kada u okviru velikih organizacija, međunarodnih korporacija, ein gewisser selbstorganisierter Wissensfundus, da izvjesni fundus znanja postaje samoorganizovan, definiert ist, auf den sich alle beziehen müssen, wenn sie Handlungen planen oder ausführen. Na koji se onda svi moraju pozivati kada planiraju ili vrše nekakva dejstva i djelovanja. Diese Wissensbasis präsentiert sich aber nicht als Institution, deshalb ist auch keine Subversion gegen sie möglich. No, ova baza znanja više ne predstavlja nikakvu instituciju, zbog toga nije više moguća ni subverzija protiv nje. Ja. Die Frage, die uns deshalb bleibt, ist, sollen wir nun die Biotechniken als Verbindungen von sozial-, intellektual- und realtechnischen Systemen als Dispositive fassen, nach dem Strukturmodell,
oder als Netze. Trebamo li dakle biotehnike kao veze između socijalno, realno, intelektualno tehničkih sistema shvatiti kao strukture ili kao mreže? Die Diskussion ist hierzu einigermaßen unentschieden. Diskusija je neodlučna po ovom pitanju. Wenn man versuchen will, sie in ein konsistentes Bild zu bringen, würde sich Folgendes anbieten. Bismo pokušali napraviti konsistentnu sliku stanja, došli bismo do sljedećeg. Ja. Mit Blick auf die autopoietischen Effekte des Wachstums und der Reproduktion in biotechnischen Systemen ergeben sich sicherlich Netzeffekte, und zwar sowohl was die ökologische Seite angeht, als auch die damit oder darauf bezogenen sozialen Praktiken. U pogledu na autopoetske efekte rasta i reprodukcije u biološkim organizmima, recimo, dolazimo do mrežnih efekata, kako ekološki, tako i na pogledu socijalnih praktika. Ja. Innerhalb dieser Netze finden sich natürlich dann Praktiken als Aktivitätsmuster der Netznutzung und damit der Gestaltung der Netze, etwa in der Frage des Einsatzes von Prothetik. Dakle, unutar ovih mrežnih efekata nastaju praktike kao mustre aktivnosti ili korištenja mreža. Wenn es immer selbstverständlicher wird, Retina- oder Cochlea-Implantate zu nutzen, wird daraus ein Standard. Naprimjer, na području protetike, ako postaje sve samorazumljivije da se koriste transplantati mrežnjače, na primjer, to vremenom postane standard. Diesen Standard kann man dann als im Foucault'schen Sinne angegliedertes Dispositiv beschreiben. I taj standard onda možemo u Foucault'skom smislu opisati kao pridruženi dispozitiv. Die Subjekte sind dann, wie die Praktikensoziologie, also Reckwitz beispielsweise sagt, Dispositionsbündel in diesem Dispositiv. Das heißt, sie haben nur die Möglichkeiten, die dieses Dispositiv mehr vorgibt. Dakle, subjekti onda postoje kao što recimo sociologija prakse ili Reckwitz kao jedan od njenih predstavnika kažu svežnjevi dispozicija. Man kann das sehr schön sehen an der Diskussion, wie Standards der Therapie und die Standards des Enhancements ineinander übergehen. To se lijepo vidi na primjeru kako standardi terapije i standardi unapređenja prirodnog stanja polako prelaze jedni u druge. Dakle, nastaju svježnjevi dispozitive. Auf diese Weise findet dann etwas statt, was die Praktikensoziologie als Doing Subjects nennt. Na taj način nastaje ono što sociologija prakse naziva Doing Subjects. Also in gewisser Weise eine Herstellung von Subjektivität, weil die Subjekte nicht mehr als Steuerungs- und Regelungsinstanzen auftreten, sondern die Schnittstellen zwischen den biotischen und den technischen Systemen zu den Subjekten entfallen. Dakle, proizvodnja subjekata, jer subjekti sami više nisu reference ili instance za djelanje, i na taj način dolazi do gubitka sjecišta ili mjesta preseka između biotičkih i tehničkih sistema. Ja. Es bleibt allerdings ein, sagen wir, Hoffnungsschimmer. Na, postoji još tračak nade. Es ist nämlich immer so, und darauf wird zu wenig hingewiesen, dass reale Subjekte immer und regelmäßig im Schnittpunkt konkurrierender Dispositive und Netze stehen. Često se dešava i sve češće da realni subjekti se nađu u, recimo, sjecištu konkurirajućih dispozitiva. Das ist übrigens ein Argument, das sich auch gegen die klassische Luhmannsche Systemtheorie richten lässt. To je argument koji se može primijeniti protiv klasične sistemske teorije Niklasa Luhmanna. Und allein durch die Konkurrenz der Dispositive und Netze, innerhalb derer wir uns bewegen, sind wir gezwungen, uns zu diesen Dispositiven und Netzen in ein Verhältnis zu setzen. I zu entscheiden. Samim tim konkurentskim odnosom različitih dispozitiva i mreža kroz koje se krećemo, prinuđeni smo da zauzmemo svoj položaj, svoj stav prema njima. Wir haben also nicht mehr nur eine Urgence in den Netzen zu agieren, sondern auch eine Urgence zu den Netzen zu reagieren, und genau dies ist eine Reindividualisierung.
Dakle, nismo više prinuđeni samo da djelujemo unutar mreža, nego postajemo prinuđeni i da djelujemo naspram tih mreža, što može konačno dovesti do reindividualizacije. Ja, so viel zur Einführung. Sie haben gesehen, dass ich mehr Fragen aufgeworfen habe als Antworten bereitgestellt. Toliko za uvod, kao što vidite, otvorio sam više pitanja na što sam pružio odgovore. Aber das sollte auch der Sinn dieses ersten Vortrags sein. Ali to bi bio i smisao ovoga prvog izlaganja. Vielen Dank. Hvala.